falls wir umkippen sollten, dann ist es so. Hallo zusammen. Ich melde mich jetzt gerade aus dem Van. Ich bin auf dem Weg zu Loch Goil. Ich treffe mich dort mit Ralf und wir werden morgen irgendwelche coolen Bootstouren unternehmen. Und ja, dazu nehme ich euch heute mit. Ich habe jetzt gerade noch schnell getankt, habe jetzt ungefähr 2,25 Stunden Weg vor mir. Von Perth fahre ich jetzt in die Richtung Creef, Comrie, dann Loch Earn, Loch Earnhead, dann Richtung Crianlarich und von Crianlarich aus geht es dann mit diesem kleinen Parkplatz, falls ihn jemand kennt, wo die Toiletten sind, links hoch Richtung Loch Goil. Hier fahre ich gerade nach Creef rein. Creef ist so die Hauptstadt von dem Bereich Strathearn. Also das ist so hier der Bereich vom Fluss Earn. Creef ist eine kleine Stadt, die schon relativ viel zu bieten hat. Ist eigentlich alles da, was man so braucht. Sogar ein großes Wellnesshotel mit ganz vielen speziellen Angeboten. Also auch vielen Outdoor-Angeboten. Echt cooles Zeug kann man hier machen. Und die Gegend außenrum ist schon richtig schön. Ja, und ja, wie gesagt, die Ortschaft ist auch echt schön. So, das ist Comrie hier. Ist in der Gegend einer meiner Lieblingsorte. Und als wir von Portugal zurückgekommen sind hierher, haben wir hier dann auch ein paar Wochen gewohnt. In einem Airbnb, was auch echt sehr schön war. Ein kleiner, aber sehr, sehr feiner Ort auf jeden Fall. Und hier außenrum sind sehr schöne Touren, die man machen kann. Da vorne gibt es einen Chippy auf der rechten Seite. Und ja, gleich da haben wir auch da drüben in diesem blauen Haus hier gleich rechts, da haben wir dann gewohnt für 4 Wochen oder so oder 5, ich weiß nicht mehr ganz genau. Vorne ist gleich eine sehr schöne Brücke. Also allgemein auf jeden Fall einer der Orte, wo ich, wenn hier mal ein schönes Haus frei wäre, sehr gerne herziehen würde. Ist immer wieder schön hier. Ist auch, wenn man einen Schottland-Ausflug macht, eine gute Startposition. Weil von hier aus ist es relativ nah. Auch ja, zum Beispiel nach Killin, Loch Tay oder dann die ganze Gegend um Perth rum. Die ist vielleicht nicht für alle was, aber man ist trotzdem relativ schnell in den Highlands. Jetzt bin ich in der Nähe von Loch Lupa und das ist kurz vor Crianlarich. Hier ist dann auch in der Nähe Dochart Castle. Das ist so eine Ruine, die dann mitten im Fluss liegt. Also da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Das sieht drüben dann. Sieht man jetzt von hier aus auf jeden Fall nicht, aber ja, das ist, wenn man hier in der Gegend ist, kann man dann zum Beispiel mal da vorne auf so einem Parkplatz wie dem hier anhalten und man könnte mit einem Boot rüberfahren oder wenn es mal ganz trocken ist, vielleicht sogar rüberlaufen. Ich denke, ich bin jetzt circa 1,5 Stunden unterwegs, so ungefähr eine Dreiviertelstunde benötige ich noch bis zu meinem Ziel. Bin aktuell noch gar nicht sicher, wo ich heute übernachten werde, muss mir dann halt irgendwas suchen. Das ist jetzt die Straße von Crianlarich in Richtung Glasgow, die A82, die dann von Crianlarich rauf geht, oder besser gesagt nordwestlich geht, Richtung Glencoe, die Scenic Route. Das ist die Straße, die eigentlich jeder Schottlandreisende zumindest zum Teil irgendwann mal fährt, weil ja, Glencoe ist ja so Highland irgendwie so der wichtigste Teil für die meisten Leute. Ich bin jetzt vor kurzem durch Tarbert gefahren und bin jetzt hier auf dem richtigen Weg. Also laut Navi sind es noch 19 Minuten, aber wahrscheinlich werde ich vorher schon irgendwo anhalten. Ich
Ich habe hier jetzt etwa 10 Minuten vor Loch Goilhead angehalten und habe hier ja in der Nähe von so einem Handymasten und so einem Baumfellbereich einen Platz gefunden. Ja, da habe ich das Auto jetzt mal hingestellt und ich denke, es ist eigentlich ganz gut hier. Die Straße wird wahrscheinlich nachts wenig befahren sein, von daher gehe ich davon aus, dass es nicht wirklich laut wird. Ja, der Fluss ist auf jeden Fall sehr gut zu hören. Der ist nicht ganz leise, aber ich denke, das ist dann eher angenehm. Im besten Fall bräuchte das einfach eine andere Farbe, so ein bisschen ein getarntes Grün oder so, dass das nicht so auffällt. Aber ja, bleib jetzt einfach mal hier stehen. Guten Morgen. So, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ich habe hier noch löslichen Kaffee und habe hier so einen, ja, meinen kleinen Outdoor-Kocher. Den habe ich ja schon öfters verwendet. Und damit mache ich mir jetzt erstmal einen kleinen Kaffee. Ich bin dann gestern relativ früh ins Bett gegangen. Und es war nicht ganz okay. Die Nacht war recht ruhig. War ganz selten mal, dass ein Auto vorbeigekommen ist. Es hat mal ein bisschen geregnet. Ich habe so medium geschlafen, würde ich sagen. Jetzt muss ich erstmal dieses Ding hier, diese Kappe da abkriegen. Dann habe ich diesen ganz kleinen, zusammenfaltbaren Kocheraufsatz. Hier. Das ist echt nicht schlecht. So, das ist so groß. Und dann drehe ich dann da einfach drauf. Und dann habe ich hier diese kleine Titanentasse. Dann dreht man hier ein bisschen auf und dann ist die Sache. Und was ich auch mache, wenn ich mit Gas was mache, weil es riecht immer ganz unangenehm, dass ich dann oben die Klappe aufmache hier. Ein Stück weit. Ein bisschen die Lüftung an. Ralf hat mir jetzt auch schon geschrieben, dass er in etwa um 8.30 Uhr da ist. Das ging jetzt auch schon ziemlich schnell, dass das Wasser fast kocht. So, da kommt der Ralf mit Kanu. Perfekt. Es ist ein bisschen eine abenteuerliche Straße hier, diese Single Track Road. Wie oft auf solchen Straßen ist der Teer hier nur oben drauf gelegt. Man muss einfach aufpassen, dass man mit dem Auto niemals irgendwie zu nah über den Rand kommt oder zu weit über den Rand kommt. Am besten nicht zu nah an den Rand, weil das könnte das Ende vom Auto bedeuten. Ich bin ja eigentlich eher der Fan von solchen Straßen, also von Single Track Roads mit Passing Places, als den schmalen Straßen, wo dann noch ein Mittelstreifen drin ist, weil da fahren dann die Leute deutlich schneller und das ist meiner Ansicht nach auch viel gefährlicher als hier, weil ja, hier hält man dann alle paar hundert Meter mal an, wenn jemand kommt oder so. Wir sind jetzt hier am Bootsyard angekommen. Das ist eine traumhafte Gegend, wirklich. Normalerweise hinten Tür auf und dann alles in Land rüber. Benzinkocher. Absolut geil. Den habe ich mal geschenkt gekriegt von einem, der ist leider nicht mehr auf diesem Planeten, ehemaligen SAS. Okay. Cool, Mann. Stand clear. Irgendwie sieht das gefährlich aus. Das ist Benzin, ne? Ja. Deswegen macht mir das auch Spaß. Ich hoffe mal, dass wir ein bisschen mehr Glück damit haben als die Titanic. So, Motor ist dran. Jetzt kommt noch ein Seil dran. Und Ersatzmotor ist drin, Paddel sind drin. Also dieser Motor ist jetzt, das ist die Jungfernfahrt am Kanu. 1:10 Gemisch und wie viel braucht ihr dann in Liter pro?
Das ist jetzt 2 Liter wahrscheinlich, oder was da reingehen? Oder? Oh, ich habe gar nicht geguckt. Nee, das ist nicht viel. Ich glaube ungefähr 1 Liter oder kurz unter 1 Liter. Sieht aus wie Blühkurs so. Ja. Du kannst deinen Zuschauern ja sagen, dass wir beide Führerschein haben. Ja, ist wichtig. Falls wir umkippen sollten, dann ist es so. Ja. Deine Kiste wird nicht sofort ablaufen. Du kümmerst dich dann um deine Kiste, weil das ist das teuerste, was wir hier an Bord haben. Ja. Und ich mache den Rest. Ich werde dann wahrscheinlich hier zum Ende den Motorbächen abmachen. Und dann werde ich von hier versuchen, das hochzudrücken und dann umzudrehen. Weil wenn man das von der Mitte schafft, das geht nicht. Okay, das heißt aber, unter uns müsste was sein, wo man stehen kann. Im schlimmsten Fall ist es auf dem Wasser. Genau, aber es dann... Es geht. Ja. So ist die Technik. Von hinten muss man das aber machen. Von hinten hochheben, damit Luft unter in den, Bootsraum kann. Weil wenn du es von der Mitte schaffst, du hast ein Vakuum. Du kannst es nicht hochdrücken. Ja. Und das ist alles. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Arbeit von Shouting und Swearing. Gut, wir versuchen einfach im Boot zu bleiben. Wir versuchen es mal. Ja. Alles klar? Alles klar. Gewöhnt sich dran, ist alles. Du müsstest jetzt nur der Arsch bei dem kleinen bisschen zur anderen Seite, wie du siehst, wie der Motor ist, ne? Ja. Aber egal, ist alles gut. Gehört alles dazu. Ja, ich fühle mich da nicht unkomfortabel in so einem Ding. Fühl dich einfach wie Winne ran und Winne zu. Ja? Siehst du? So, das meine ich. Ja. Dieses Action. Okay. Sehr einer gut. Von uns beiden ist zu fett. Wir sind auf Grund. Das kann ich nicht sein. Haben wir gleich. Also in die Richtung geht's. Irgendwo. Okay. Here we go. You're off. So. Ich glaube, dieser hier ist 1968. 68, okay. You ready for this? Also? Wir machen hier gerade mal eine Pause an einem Strand, an einem kleinen. Die Lage da oben ist natürlich perfekt. Was für eine Wohnlage, ja. Wir fahren jetzt mal darüber. Das sind Muscheln, sagst du? Was sind das für Muscheln, weißt du das? Miesmuscheln. Miesmuscheln hinten dran. Und ja, wir fahren auch dann irgendwo ein Stück weit mittig und da drüben ist, jetzt bleibt mir die Stimme weg, da drüben ist dann, ich sehe es gerade nicht, da, ein Castle, Garrick Castle.
Wir haben uns jetzt hier einen Platz ausgesucht, der ist ein bisschen näher an der Steilküste hier. Nächste Mission ist jetzt einfach mal die Angel auszuwerfen und schauen, ob dann irgendwelche Makrelen hier anbeißen. Woher wissen die Makrelen und nicht die anderen Fische, dass die anbeißen sollen? Weil wir einen sogenannten Makrelenparanoster haben. Ein Makrelenparanoster, das sind die übereinander hängenden Haken, oder? Ähnlich, ist die gleiche Scheiße wie ein Heringsparanoster. Die kommen hier mit 3, 4, 5, 6, 8, 10 oder 12 Haken. Ich kann mich noch daran erinnern, in Dänemark in den 80er Jahren, da wurde das limitiert auf, ich weiß nicht mehr, ich glaube auf 4 Haken oder sowas. Aber wie gesagt, hier ist alles ein bisschen anders. Das ist jetzt Anfang der Makrelensaison. Wir haben jetzt High Tide oder Flutzeit, ziemlich genau. Ich sag mal eine halbe Stunde noch oder so. Und dann merken wir, dass wir die Zeitliche geändert haben und das Wasser geht raus. Viele Leute nehmen auch nur diese Art von Blinker, damit sie die größeren Makrelen rausziehen oder vielleicht auch andere. Du musst da nichts hinmachen, du musst jetzt letztendlich einfach nur den Haken reinschmeißen. Das ist die Methode, jo. Nennt man das dann Fliegen, Fischen, wie in diesen Dingern? Oder? Federfischen. Federfischen. Da drüben sieht es sehr düster aus. Sehr wolkig, düster nicht unbedingt, aber eher so wolkig. Da hängt was. Schon nach kurzer Zeit. Wahnsinn. Ah, da. Ach. Dass die gewusst hat, dass er da anbeißen muss. Und das war schon die nächste. Da hängt noch. Kann ja nicht wahr sein. Drei. Das sind drei tatsächlich. Drei Stück innerhalb von 2 Minuten. Also, Makrele ist da. Ui, stopp it. Ich glaube es nicht. Keine 2 Minuten, 3 Makrele dran. Glaube ich. Lügt sogar. Ja, das kühlen die mit dem Schiff. The Winds was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, blow me, bully boys, blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tarry is done, we'll take our leave and go. La 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 la. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands in the sky harpooned and caught her when she dived down low. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the diving is done, we'll take our leave and go. The line was cut, no whale was freed, and the captain's mind was not on greed. But he belonged to the whale's and his greed. She took that ship in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done, we'll take our leave and go. Da 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 da
Ich bin jetzt hier ein bisschen gestrandet. Ich wollte gerade Drohnenaufnahmen vom Ralf machen, wie er mit dem Boot fährt. Und die Strömung hat ihn dann ziemlich abgedrängt. Und hier ist auch ziemlich viel Gemüse im Wasser, was dann nicht so einfach war, gegenzusteuern mit dem Motor. Ich habe mit der Drohne das ein Stück weit verfolgt. Und er ist dann einfach abgedrängt worden, so ein paar Buchten weiter hinten. Also es sind ungefähr 500 Meter. Jetzt in die andere Richtung ist er und ab sehen können, wie er jetzt Steine in, den, ja, in das Boot legt. Und ich hoffe, dass er dann wieder hierher kommt, um mich abzuholen. Und ich nicht das ganze Zeug hinterschleppen muss. Was ich natürlich auch machen würde. Aber wir haben jetzt keine Möglichkeit, uns abzusprechen. Ich hatte am Anfang noch gedacht, bevor ich hergekommen bin, sollte ich nicht vielleicht die Funkgeräte mitnehmen. Hätte jetzt absolut Sinn gemacht. Dann hätten wir uns einfach abstimmen können, was wir jetzt machen als nächstes. Aber jetzt ist es so und ja, das schaffen wir natürlich auch ohne Funkgeräte. Und ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass er kommt. Ich warte jetzt hier einfach mal die nächste Zeit. Ist ja auch nicht der schlimmste oder schlechteste Platz, um auf irgendwas zu warten. Ja, das ist meine Aussicht gerade beim Warten. Schon sehr schön. Es regnet gerade nicht. Und wenn ich dann sehen sollte, dass Ralf wieder mit dem Boot unterwegs ist, dann werde ich die Drohne nochmal starten und vielleicht ein paar schöne Aufnahmen hinkriegen davon. Ah ja, okay. Also, das stinkt sofort, ne? Braucht 80 Kilo ungefähr an der Seite, dass du damit überhaupt ordentlich fahren kannst. 50 vielleicht. Jetzt gibt es hier nochmal Wasser für einen Kaffee, während Ralf dann draußen aufräumt. Ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war ein sehr schöner Ausflug. Vielen Dank nochmal an Ralf für den super guten Ausflug. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mich wirklich gefreut. Ich kann es nur empfehlen, geht raus in die Natur, geht raus aufs Wasser. Es macht einfach richtig Spaß und gerade in Schottland ist es einfach so schön hier. Jo, also, falls ihr es noch nicht gemacht habt und euch das Video gefallen hat, bitte gebt einen Daumen nach oben oder vielleicht zieht es auch in Erwägung, den Kanal zu abonnieren, falls es noch nicht passiert ist. Es gibt immer wieder solche Inhalte und ja, würde mich auf jeden Fall freuen.
Kanalwachstum ist damit dann gesichert. Und ja, je größer der Kanal und je besser der Kanal wird, desto mehr gute Inhalte können natürlich auch kommen. Ich wünsche euch die beste Zeit und freue mich dann, den einen oder anderen von euch bald wieder zu treffen. Tschüss.